freue mich sehr, dass ich hier sein darf und Ihnen aus der Kardiologie einiges berichten, was, wie ich so seit 20 Jahren mitkriege, eigentlich von den Kollegen in der Kardiologie nicht so arg gern gehört wird. Zumindest ist es absolut nicht im Mainstream. Es stimmt aber trotzdem. Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ich werde besonders über die Herzinsuffizienz sprechen und über die determinante Insulinresistenz. Ich habe keine Interessenskonflikte und ich habe jetzt einfach eine relativ junge, 2018 veröffentlicht, riesige Meta-Analyse rausgeholt, nur um zu sagen, ich will jetzt nur über die zwei Hauptgebiete sprechen, koronare Herzerkrankung, grüner Kasten, Herzversagen, roter Kasten, weil ich überhaupt nicht die Zeit habe jetzt hier in den 20 Minuten. Die koronare Herzerkrankung, immerhin bei Diabetikern, tritt sie zu 16% auf und die Kardiologen haben da wirklich schöne Erfolge erzielt in der Behandlung und Therapie, medikamentös und vor allem auch interventionell, sodass für einen Diabetiker heutzutage das Risiko daran, schwer zu erkranken, nur noch unbedeutend schlechter ist, als wenn er keinen Diabetes hätte. Soweit, so gut. Ich mache am Schluss noch mal einen kleinen Schlenker zurück in das Gebiet. Ganz anders ist die Lage in der Herzinsuffizienz. Die kommt häufiger vor und wird weiter zunehmen, weil Diabetes zunimmt und weil auch die Überalterung in der Bevölkerung zunimmt. Und jetzt haben wir aber seit 20 Jahren für die Hälfte dieser Patienten, eben für die Hälfte mit diastolischer Herzinsuffizienz, haben wir keine evidenzbasierte Therapie. Seit 20 Jahren nicht. Das gilt natürlich für diese ganze Gruppe Heart Failure Preserved Ejection Fraction und erst recht für die diabetische Kardiomyopathie. Oh Mann, oh Mann. Das ist gewöhnungsbedürftig, sorry. Woran liegt das? Diese 20-Jährige, das sind viele Studien gewesen, ohne evidenzbasierte Therapien. Wir haben ein unzureichendes pathophysiologisches Verständnis und ich möchte deswegen jetzt hier ganz besonders sprechen zum Energiemangel im Herzen und auch zur Abklärung von Risikofaktoren für die diastolische Dysfunktion, die eben der diastolischen Herzinsuffizienz vorausgeht. Aber zunächst gibt es mal einen praktischen Fall. Das war auch noch ein Kollege, 57 Jahre alt, seit der Kindheit übergewichtig, immerhin hat er gejoggt täglich und irgendwann kriegt er beim Joggen Atemnot und weiß als Arzt, jetzt brennt unterm Dach, jetzt muss er was machen, weist sich selber ein in die Reha-Klinik Überruh, weil er den Chefarzt dort kennt. Dort wird speziell behandelt. Er hat seit 6 Jahren Diabetes und hat mit zunehmenden Insulindosen eben dann sein Gewicht noch weiter erhöht. Bei der Aufnahme 118 Kilo, Body Mass Index 36,5, immerhin 90 Einheiten Insulin täglich, ganz klar eine richtige Insulinresistenz. War erstaunlich gesund, so bei seinen ganzen Werten. Laborwerte ziemlich normal, Röntgenthorax, EKG, Belastungs-EKG, alles okay, Lungenfunktion auch. Er hat in der Ergometrie eine mäßig reduzierte Leistungsbreite gehabt, er hat nur 100 Watt geschafft. Und im Echo- und Gewebedoppler war dann aber doch eine deutlich erniedrigte diastolische Myokardgeschwindigkeit, also Füllungsfunktion, da. 7,7, der Alter-Soll-Wert wäre 9,2. Und die Diagnosen waren dann dementsprechend diastolische Herzinsuffizienz, NYHA 2 bis 3, bei diabetischer oder Insulinresistenz-Kardiomyopathie, Typ 2 Diabetes, Adipositas, Insulinresistenz. Und dann kommt das Problem. Wie soll man behandeln? Es gibt ja keine Evidenz.